Es war einmal tief im Wald an einem warmen Sommertag. Die Tiere im Wald, die Vögel und die Insekten genossen den Sommer und die Fülle an Futter, die es überall gab. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag für den faulen Grashüpfer. Er aß die Wurzeln seiner Lieblingskräuter und spielte auf seiner Violine. Oh, was für ein schöner Tag, lalalalalala, ich spiele meine Violine und singe dazu und mir fällt kein Text ein, aber das ist okay. Als er mit seinem ohrenbetäubenden Gesang fertig war, hörte er ein Geräusch. Er war neugierig und wollte wissen, wo das Geräusch herkam. Also hüpfte er schnell auf einen hohen Baum. Von dort oben sah er eine Ameisenstraße. Die Ameisen marschierten wie Soldaten in einer Reihe. Mit großer Mühe trugen die Ameisen Samen, Körner und Beeren, die von den Bäumen gefallen waren. Der Grashüpfer sprang auf den Boden und sah den Ameisen verwundert zu. Ich verstehe diese Ameisen nicht. Die ganze Zeit arbeiten die nur. In diesem Moment sah er eine kleine Ameise auf sich zukommen. Sie trug einen Sonnenblumenkern, der viel größer war als sie selbst. Als sie an dem Grashüpfer vorbeikam, ließ sie den Kern fallen. Sie musste sich etwas ausruhen. Der Grashüpfer starrte sie neugierig an. Ziehst du um? Nein. Sag nicht, eine Katastrophe kommt auf uns zu und darum rennst du weg. Nein. Ja, dann darf ich fragen, was du machst? Wir tragen Futter zu unserem Nest. Alles klärchen. Ihr erwartet wohl eine Menge Besucher heute Abend. Wir sammeln Vorräte für den Winter. Ihr sammelt Futter für den Winter? Wozu das denn? Und außerdem, warum die Eile? Es ist doch noch lange bis zum Winter. Entspannt euch und genießt den Sommer. Na und dann? Was machst du im Winter? Wir finden bestimmt was Spaßiges zu tun. Keine Sorge. Du denkst immer nur an Spaß. Ich meine, was wirst du im Winter essen? Darum sorge ich mich, wenn der Winter anfängt. Jetzt ist Sommer und es gibt lauter Essen überall. Die Ameise hatte genug von diesem faulen Grashüpfer gehört. Sie versuchte, den Sonnenblumenkern wieder auf ihren Rücken zu laden. Ich muss meine Freunde einholen. Kannst du mir bitte mit dem Kern helfen? Ein Sänger und Künstler wie ich sollte nicht so schwer schleppen. Die Ameise sah den Grashüpfer fassungslos an und versuchte dann erneut, den großen Sonnenblumenkern aufzuheben. Naja, vielleicht kann ich dir ein wenig helfen. Der Grashüpfer nahm den Kern vom Boden und setzte ihn der Ameise auf den Rücken. Die Ameise bedankte sich und machte sich auf den Weg. Was für eine Zeitverschwendung! Der Grashüpfer legte sich wieder unter seinen Baum. Er aß einen Bissen und spielte dann wieder auf seiner Violine. Oh, was für ein schöner Tag, lalalala, ich spiele meine Violine und singe dazu und dies ist das beste Lied der Welt. In diesem Moment steckte ein Eichhörnchen den Kopf aus einem Baumloch. Genug, genug, bitte, das reicht. Geh und singe dein Lied woanders. Ich versuche hier zu schlafen. Der Grashüpfer hörte auf zu singen. Er sah das Eichhörnchen beleidigt an, nahm seine Violine und ging davon. Die haben alle keine Ahnung von hoher Kunst in diesem Wald. Die warmen Sommertage gingen vorüber und die Ameisen trugen weiterhin unermüdlich Futter zu ihrem Nest. Zur gleichen Zeit machte der Grashüpfer nichts anderes als zu essen, herumzuliegen, Violine zu spielen und zu singen. Schließlich war der Winter gekommen.
Eines Morgens, als die Ameisen aufwachten und aus ihrem Nest schauten, sahen sie, dass alles in weißem Schnee bedeckt war. Und die kleine Ameise dachte an die armen Tiere in der Kälte, die froren und hungerten. Weil alle Blumen und Kräuter mit Schnee bedeckt waren, hatte der Grashüpfer seit Tagen nichts mehr gegessen. Er zitterte vor Kälte, fühlte sich schwach und hatte keine Kraft mehr, seine Violine zu spielen oder zu singen. Mit großer Anstrengung stapfte er durch den tiefen Schnee. Er dachte zurück an die warmen Sommertage. Wie schön waren doch die Tage, als es überall etwas zu essen gab. Ich hatte einen vollen Magen. Da fielen ihm die Ameisen ein, die den ganzen Sommer lang Futter zu ihrem Nest getragen hatten. Aber er verwarf den Gedanken schnell wieder. Schließlich hatte er sich im Sommer über sie lustig gemacht. Sie würden ihm sicherlich nichts abgeben. Es wurde immer kälter und der Grashüpfer konnte kaum noch laufen. Ich kann jetzt nicht so stolz sein. Ich muss das Ameisennest finden und um Hilfe bitten. Also lief er zum Nest der Ameisen. Von draußen rief er: Ist jemand zu Hause? Ich brauche Hilfe. Wer ist da? Er hörte Laute aus dem Nest. Mit letzter Kraft sagte der Grashüpfer: Meine liebe Ameise, ich bin's, der Grashüpfer. Bitte, lass mich ein. Die Ameisenkönigin hörte die Bitte des Grashüpfers. Sie fragte die kleine Ameise: Was ist los? Wer braucht Hilfe? Nur ein fauler Grashüpfer, der den ganzen Tag herumsitzt und singt. Ich glaube, er ist hungrig, eure Hoheit. Niemand, der an unsere Tür klopft und Hilfe sucht, sollte abgewiesen werden. Die Königin und die anderen Ameisen öffneten das Nest und kletterten heraus. Der Grashüpfer lag bewusstlos im Schnee. Er hatte keine Kraft mehr. Die Ameisen hoben ihn auf und trugen ihn in ihr Nest. Als der Grashüpfer in der Wärme ihres Nestes zu sich kam, gaben sie ihm Wasser und Futter. Als er sich besser fühlte, bedankte er sich bei der Königin und lief zu der kleinen Ameise herüber. Ich war sehr unfair zu dir. Während du den ganzen Sommer gearbeitet hast, habe ich nur herumgesessen und gesungen. Du hast mich gewarnt, aber ich habe dich nicht ernst genommen. Lass dir dies eine Lehre sein. Wir würden auch gerne den Sommer genießen, aber wir müssen auch an die Zukunft denken. Wenn wir im Sommer kein Futter gesammelt hätten, würde es uns jetzt genauso gehen wie dir. Der Grashüpfer blieb für eine Weile bei den Ameisen. Es ging ihm nun viel besser. Als er sich wieder auf den Weg machte, gaben die Ameisen ihm etwas Futter mit. Vielen Dank für alles. Ihr habt mein Leben gerettet und das werde ich niemals vergessen. Ich werde von nun an nie mehr faul sein. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Natürlich. Was kann ich für dich tun? Wenn der Sommer kommt, kannst du dann bitte lernen, wie man Violine spielt? Das würde alle Tiere sehr glücklich machen. Ha 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 ha